Und zwar, es gibt. Ja, man kann ja die Beta spielen für Cataclysm und da konnte man nur leveln, aktuell. Sie haben was Neues reingebracht. Man kann jetzt wohl eine Charaktervorlage machen. Nimm mal Charaktervorlage. Hast du Level 80er Char. Oder was ihr machen könnt, ihr geht auf Charakter kopieren. Und dann nehmt ihr euren Char von Vinoxis zum Beispiel, euren Main Char. Macht auf Copy. Dann wird er herkopiert. Und habt ihr euren Waddlecar Character. In Cataclysm. Könnt dann Transmog ausprobieren und so weiter. Was ich nicht verstehe, das geht eine Sekunde. Warum kostet ein Character-Transfer 30 Euro? Das wirklich eine Sekunde nur dauert. Mit einem Klick. Auf jeden Fall habt ihr dann hier euren Char. Gut, läuft der erste mit Transmog rum. Okay, wo kann ich Transmog machen? Ein Haustiere, Reittiere. Es muss ja irgendwo so ein Transmog-NPC geben, oder? Stimmt, die Talente kann man auch noch ausprobieren. Glyphen. Die neuen Glyphenplätze. Wütender Schlag. Talente. I see. Aber hat der Transmog gehabt, der eine? Weil Blizzard meinte ja, es gibt irgendwie Transmog in dem hier, ne? In so einem Window hier drin. Keine Ahnung. Na, auf jeden Fall bringt ihr so eure Charakter nach Cataclysm Beta.